Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Oh, es ist spannend, ja. Jeden Tag einen Tag live zu gehen, um mitzuteilen, was ich Schönes zu sagen habe. Ja, es ist Jubiläumswoche und das finde ich ganz toll, denn ich bin ja schon seit 24 Jahren glückliche Feng Shui-Beraterin und auch Ausbildungsleiterin. Und ja, heute will ich mal ein bisschen was erzählen und berichten, was für einen Vorteil gibt es denn überhaupt, wenn man jetzt Feng Shui-Berater ist. Also, was hat mich persönlich vielleicht dazu bewegt, diesen Schritt zu gehen? Also, ich war wieder am Wochenende weg und das war sehr schön. Ich war 4 Tage in Kassel und habe wieder mal neue Menschen kennengelernt. Und dann heißt es immer die Frage: Ja, Petra, wie bist denn du jetzt eigentlich zum Feng Shui gekommen? Und da muss ich immer die ganz gleiche Antwort eigentlich geben. Und zwar, es ist ja immer so, es knackt irgendwo in der Schüssel, sage ich. Irgendwo brennt's. Dann ist man erst bereit, etwas zu verändern. Also in meinem Leben ging einfach vieles schief. Also meine Tochter war krank, ich war krank, ich war unglücklich in meiner Arbeit. Und so kam ich eigentlich erstmal dazu, etwas verändern zu wollen. Weil ich habe gesagt, wenn das mein ganzes Leben so gehen möchte, dann möchte ich lieber gleich in Rente gehen, als wie weiter so sein, wie es jetzt ist. Ja? Und ich glaube, das ist immer der wichtigste Punkt, wenn man an einem Punkt ist, wo man sagt, es geht nicht mehr. Und dann ist man erst wirklich bereit, etwas zu verändern. Also ich finde aber, dass manche Menschen einen wahnsinnig langen Schmerzpunkt haben, ja, und eigentlich schon fast, ja, wie soll man sagen, körperlich und seelisch krank werden, um bis sie endlich den Schritt gehen, ich mag nicht mehr, sondern ich verändere was im Leben. Und das, meine ich, ist das Beste, was man eigentlich machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel eine Feng Shui-Ausbildung macht, dann hat man immer das große, große Glück, ständig etwas verändern zu können, wenn man es muss. Also das ist immer das Thema. Denn das allererste, es muss ja irgendwo knacken, dass man sagt, naja, also könnte wieder mal irgendwie die Umgebung oder der Raum daran schuld sein. Also ich will jetzt mal sagen, von Schuld sprechen kann man ja nicht wirklich, sondern habe ich was so ausgerichtet, was vielleicht so eine Resonanz gibt, die mich immer wieder dieses Problem erleben lässt. Und wenn wir dann versuchen, dieses Problem zu lösen, indem wir eben die Möbel neu platzieren, dann kriegen wir auch eine neue Resonanz. Und das ist eigentlich der größte Vorteil im Feng Shui. Denn ich finde immer, es ist ganz schwierig. Du gehst zum Arzt, du gehst zum Heilpraktiker, du gehst zum Psychotherapeuten, du gehst irgendwie überall hin, du brauchst Hilfe, du gehst zum Astrologen, zum Wahrsager, du möchtest irgendwie endlich was machen können. Und da ist irgendwie Feng Shui für mich super klasse, weil ich schaue dann erstmal, ist irgendwas vielleicht in der Umgebung, ist mein Schreibtisch nicht gut ausgerichtet, ist mein Bett nicht gut ausgerichtet. Also das heißt, wir wissen ja schon, wir wissen ja einfach, dass alles, was uns umgibt, eine Resonanz hat. Also das heißt, wenn du jemanden anders triffst, so sagt man in China, hast du mit diesenjenigen vielleicht schon vor 500 Jahren das Boot besetzt, also zusammen besetzt, um zum anderen Ufer zu gelangen. Also das heißt, wir treffen uns immer wieder. Oder vielleicht könnte man es auch so sagen, man trifft immer nur Menschen in unserem Leben, die wirklich eine Verbindung zu uns haben. Und genauso ist mir wieder am Wochenende gegangen. Ich habe gesagt, ich habe wieder so eine eineige Schwester getroffen. Ja, Schwester will ich jetzt nicht sagen, aber sagen wir mal Person, die viele, viele Gemeinsamkeiten hat. Also zum Beispiel sind wir aus der gleichen buddhistischen Linie gewesen. Wir hatten schon ähnliche Kurse besucht. Sie macht chinesische Medizin. Wir hatten ähnliche Kriterien, ja. Und auch natürlich klar, dass wir kein Plastik mögen, dass wir uns für unsere Mitmenschen interessieren, dass wir uns für unseren Raum interessieren. Und das fand ich so interessant, weil sie hat sehr viele Erfahrungen gemacht, halt auch in der chinesischen Medizin. Und da ist ja eigentlich Feng Shui ein Teilbereich davon. Früher gewesen, heute ist es immer ein bisschen schwierig, weil viele spalten Feng Shui eigentlich dann ab und sagen, okay, das gehört zu etwas anderem. Das hat jetzt nichts mit Medizin zu tun. Aber
irgendwie hat es ja doch was mit Medizin zu tun, denn wenn ich jetzt gut schlafe, dann ist doch der ganze Tag schon gelaufen. Und das war das Beste an diesem Wochenende, denn ich habe ja meinen wunderbaren Kompass dabei gehabt, ja, und der hat mir auch meine Richtungen, meine guten Richtungen aufgezeigt. Und das Schönste war, jetzt muss ich mal diesen Zettel hier aufheben, den hier. Ich habe nämlich die Kerstin getroffen und die Kerstin ist bei uns in der Ausbildungsgruppe und das war ganz witzig, weil ich habe ja bei uns in der Ausbildungsgruppe weiß ich ja immer, wo die Problemchen liegen und sie hatte jetzt irgendwie 4 Kompasse und dann habe ich sie persönlich angerufen, ja, und habe gesagt, ja du Kerstin, ich weiß ja, du bist jetzt aus Berlin. Sagt sie, nee, nee, sie ist aus Kassel. Sag, ja, natürlich weiß ich, dass du aus Kassel bist. Wollte nur mal ein bisschen Joke machen. Und sie hat gesagt, du, ich komme nach Kassel, willst du mich treffen? Und das hat sie dann auch gemacht. Und sie kam dann mit ihren 4 Kompassen an. Und wir haben dann also geübt. Und dieses Übungsvideo werde ich auch noch mal in die Gruppe posten. Allerdings in die Feng Shui-Ausbildungsgruppe. Also das heißt, was ist gut, wenn man jetzt so eine Feng Shui, wenn man jetzt Berater wird? Also was ich, das Erste ist immer das Persönliche. Ich wollte immer meine Kinder, mich, meine Familie, sowieso meine Freunde gut bestücken, dass denen gut geht. Weil wenn es denen gut geht, dann geht es mir auch immer gut. Bei Freunden und Feng Shui ist immer so eine Geschichte, aber sagen wir mal so, meine Tochter und mein Sohn sind schon teilweise, muss ich sagen, für Feng Shui, wenn es knackt, ja. Wenn es nämlich nicht knackt und alles gut läuft, dann ist immer sowieso alles super, gell? Also so ist es doch dann meistens. Also das heißt, wenn man jetzt selbst für sich was verändern kann, ist immer das Schönste, wenn man seinen Liebsten natürlich das beste Glück bescheiden kann, dann ist es doch toll. Und meiner Ansicht nach ist es ja so, es gibt ja 3 verschiedene Arten des Glücks. Es gibt ja einmal das himmlische Glück, da muss man passen, kann man nicht ändern, ist halt so, Schicksal, sagen wir es mal so. Ob man jetzt jemanden trifft oder nicht, ist ja auch Schicksal, ja. Und das Zweite ist, dass man sagt, es gibt das menschliche Glück. Also ich bin selbst für meine Dinge verantwortlich. Ja, ich gehe jeden Tag nicht in meine, gerne in meine Arbeit, bin ich selber dafür verantwortlich. Ich gehe gerne in meine Arbeit, auch selbst verantwortlich. Und das heißt, es ist sozusagen das menschliche Glück. Ich kann selbst Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen natürlich jederzeit wieder revidieren und sagen, so, jetzt mache ich es mal ganz, ganz anders. Und das Dritte ist halt immer, ja, ich bin hier auf dieser Erde und habe auch eine Resonanz mit dieser Erde und die macht ja was mit mir. Also der Raum zum Beispiel, also der Stuhl, wo ich sitze, die Richtung, der Ort einfach, wo ich bin, das ist ja irgendwas, macht es ja mit uns. Und genau da kann ich ja Einfluss nehmen. Und wenn ich zum Beispiel auf meinen Raum Einfluss nehme, dann verändert sich auch gleichzeitig mein menschliches Glück. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel gut schlafe oder wenn ich jetzt einen guten Job mache, dann ist das super. Also ich komme zum Beispiel heute in meinem Büro, war wieder mal die Hölle los, kann man nur sagen, ja. Finde ich immer cool, weil, also lieber die Hölle los, als wenn gar nichts los ist. Das wär für mich schlimm. Also für mich ist immer gut, dann kann ich ja jedem irgendwie was abgeben, ja, und es ist alles im Fluss, ja. Das finde ich immer gut. Also und das, denke ich mal, ist es, was mir dann auch Spaß macht. Also das heißt, was bewegen, was verändern, die Menschen ansprechen. Und natürlich, wenn man was verändert, dann wird man auch selbst viel kreativer in sein Leben. Man denkt, naja, jetzt haben wir dieses Thema, jetzt könntest du das irgendwie ein bisschen besser ausarbeiten. Also ich finde das immer gut, wenn man nicht in der Starre bleibt, sondern wenn man in der Bewegung bleibt. Also das ist der Vorteil eben des Feng Shui, wenn man Feng Shui-Berater ist. Und dann noch das allerbeste meiner Ansicht nach, man kann immer wieder sein Feng Shui verändern und man kann aber auch für andere das Feng Shui verändern und natürlich noch damit Geld verdienen. Und heute hatte ich zum Beispiel schon ein ganz nettes Telefongespräch nach Luxemburg, weil ich nämlich eine Dame habe, die gerne eine Beratung dort gebucht hätte. Und da habe ich eine Studentin am Telefon gehabt, die Gitta. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, ich habe gerade wieder eine Beratung, hast du Lust?
die zu machen. Ich hatte eine Beratungsanfrage und ich habe momentan nicht die Zeit, dahin zu kommen. Also das heißt, toll eigentlich von mir, gell? Dass ich die Beratung weitergebe. Aber das Thema ist einfach, ich habe natürlich schon genügend Beratungen, dass ich ja gar nicht mehr dazu komme, alle wirklich gut aufzuarbeiten. Also besonders, da ich noch 3 große Beratungsaufträge offen habe und heute halt wieder mal irgendwie so ein Tag war, wo man jetzt wirklich nicht zu solchen Sachen gekommen ist. Also ich werde heute noch mal eine Nachtschicht einlegen. Aber da ich ja 4 Tage wirklich frei hatte und ich würde mal sagen Computer- und Handy-Detox hatte, ja, mal wenig ins Internet, mal gar nicht, also gar nicht kann ich gar nicht, aber fast gar nicht, sagen wir mal so. Aber wenn man was gerne macht, dann ist es halt so, gell? Dann ist man auch gerne immer dabei und das macht dann auch unheimlich Spaß. Also das heißt, das sind schon mal 2 Riesenvorteile. Also man kann ja Feng Shui jetzt zum Beispiel hauptberuflich machen, was natürlich ein bisschen ein Aufwand ist, weil man natürlich dann auch das Marketing und so natürlich auch mitbearbeiten muss, was man bei mir in der Ausbildung natürlich auch mitbekommt. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Ausbildung macht, hat man ja sowieso schon den großen Vorteil, dass man ja auch die Möglichkeit hat, zu mir ins Netzwerk einzusteigen. Also das heißt, die größten Vorteile sind, du kannst jederzeit immer etwas verändern bei dir und dadurch auch eine bessere Resonanz aufbauen. Und du kannst andere damit bestücken, eben ein gutes Feng Shui zu haben. Und ich würde mal sagen, momentan habe ich sehr, sehr viele Aufträge und das bedeutet eigentlich, die Auftragsbücher sind voll. Das ist immer gut, weil es heißt, wir haben sozusagen die Möglichkeit, jetzt meinen Studenten diese Aufträge abzugeben. Und ja, das finde ich schon ganz gut. Also das hat doch mehr als einen Vorteil. Ja? Du machst eine Ausbildung, kriegst vielleicht sogar schon von mir die ersten Beratungsaufträge, das ist doch auch toll. Und es gibt aber trotzdem Menschen, die sagen, ich möchte es einfach nur einbinden, sagen wir mal zum Beispiel halbtags arbeiten und dann vielleicht noch den anderen halben Tag Feng Shui machen, um meine Urlaubskasse üppig zu füllen, ja, damit es auch mal schön ins Bar geht oder man nicht jeden Pfennig umdrehen muss, sondern dass man einfach mal ein bisschen lockerer wird, auch mit den Finanzen. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz gut. Ach, da sind doch ganz viele, viele hier, die ich schon kenne. Ach, das ist gut. Ja, und das sind eigentlich die größten Vorteile, wo ich immer sage, wenn man zum Beispiel auch gesundheitliche Probleme hat. Also ich meine, natürlich, klar, würde man jetzt nicht sagen, dass man mit Feng Shui heilen kann. Aber auf jeden Fall, sein Gemüt kann man hundertprozentig verbessern. Denn wenn du besser schläfst, dann wirst du natürlich auch emotionell besser drauf sein. Und wenn du emotionell besser drauf bist, dann wirst du auch dementsprechend nettere Leute kennenlernen und andere Resonanzen haben. Und das ist einfach das Schöne dabei. Also es bringt ganz, ganz viele Vorteile, wenn man so eine Beraterausbildung macht. Und man muss natürlich jetzt immer sagen, also es gibt jetzt so zum Beispiel, habe ich erst unlängst eine E-Mail gekriegt und dann hieß es, ja Petra, ich finde dich so sehr sympathisch, aber ich habe schon so viele Bücher gelesen, ich mache alles intuitiv und es sieht ja toll aus. Und da sage ich immer, ja, das kann schon sein, dass man viel intuitiv machen kann, aber leider wirklich nicht alles. Also ich glaube nicht daran, dass man Feng Shui nur intuitiv beachten kann, sondern man muss wirklich ein Handwerkszeug haben, was Hand und Fuß hat. Denn, also, ja, dann habe ich zurückgeschrieben, also wir haben dann die E-Mail hin und her und her und hin und dann hieß es, naja, aber ich habe ja schon so viele Bücher gelesen und da muss ich immer dazu sagen, ja, in vielen Büchern steht Feng Shui drauf und ist nun Feng Shui drin. Denn, also Feng Shui hat ja nichts damit zu tun, jetzt dein Zimmer aufzuräumen. Ja? Also wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe schon alles so sauber und trotzdem läuft es irgendwie nicht, ja, da muss ich sagen, dann magst du auch nicht Feng Shui, wenn du nur aufräumst oder sauber magst. Das ist nicht wirklich Feng Shui. Also wenn man sich dann besonders die chinesischen Häuser anguckt, es gibt wirklich wunderschöne chinesische Häuser, aber ich habe auch schon Häuser gesehen, wo gutes Feng Shui war und da, wo ich gedacht habe, naja, einmal ein bisschen mehr Ordnung wäre nicht schlecht so. Ja?
Gibt's auch, ja. Also wie gesagt, man kann diese Schwingungen auch einbauen, würde ich mal sagen, die positiven, ohne dass man jetzt Ordnung hält. Trotzdem wäre es natürlich immer besser, wenn man sagt, man hat so ein bisschen Freiraum, dann fühlt man sich ja auch selber viel, viel besser und dann wäre das natürlich auch leichter. Aber das ist ja nicht wirklich die Ebene des Feng Shui, weil Feng Shui hat ja eine ganz tiefe Ebene. Also das heißt, es gibt ja auch einen Vorteil, warum ich genau jetzt in diese Richtung gucke und nicht in diese. Weil ich hätte jetzt hier zum Beispiel noch einen ganz anderen Hintergrund von der Wand. Das wäre jetzt zum Beispiel Orange. Und hier habe ich hier meine wunderbare Magenta-Wand. Nein, ich habe diese im Hintergrund, weil ich nämlich genau in eine Richtung blicke, die besonders positiv für mich ist und die auch aussagt, die Macht der Sprache. Ja, das ist ja auch ganz toll, denn ich kann ja ganz genau herausfinden, was bewirkt diese Himmelsrichtung oder was bewirkt es überhaupt, wenn ich in diese Richtung blicke oder was ziehe ich da eigentlich für Energien an. Also ich finde, der Berater zu sein hat so viele Vorteile. Oder zum Beispiel, stell dir mal vor, du bist jetzt schon älter und du gehst jetzt in Rente. Ist das nicht schrecklich, wenn man nur in Rente ist? Ich könnte es gar nicht. Ich brauche immer irgendwie was zu tun, ja. Weil, also natürlich kann man dort sitzen und sich entspannen, tue ich ja auch. Ich meditiere auch ganz gerne. Aber ich brauche immer so ein bisschen eine Aufgabe. Das macht mir das Leben einfach schöner. Wo ich sage, ja, vielleicht was Kreatives zu machen oder was zu machen, was auch den Nutzen für jemanden anders bewirkt. Weil ich finde immer, jemanden anders was Gutes tun, das ist der größte Vorteil überhaupt. Der Dalai Lama hat einmal gesagt, dass es das größte Glücksgefühl der Menschen ist, einen anderen Menschen zu helfen. Und da kann ich ihm total beipflichten. Also wenn es zum Beispiel so ist, ich war ja wie gesagt am Wochenende weg und da gab es dann in dem Haus, wo ich war in Kassel, auch viele Pflegebedürftige oder sogar behinderte Menschen. Und mir tut es gut, wenn ich denen die Tür aufhalte und dann die Dame dann mit ihren Rolli dann reinkommt und die fühlt sich dann auch gut und ich fühle mich gut, dass ich ihr sie unterstützen konnte. Und genauso geht es eigentlich mit dem Feng Shui. Ich fühle mich gut, wenn ich jemanden zum Beispiel einen besseren Schlafplatz kreiere oder dass ich denen einfach aufzeige, wie man farblich oder vielleicht räumlich sich verändert, um eine positivere Energie ins Leben zu bringen und natürlich auch der Familie. Weil wenn es jetzt viel Streit oder Stress oder negative Emotionen gibt, so könnte man das mit Feng Shui auf jeden Fall verbessern. Und deshalb ist es ein riesen, riesen Vorteil. Ja, und drum habe ich mir gedacht, also diese Woche gibt es ja jeden Tag ein tolles Video, um dir einfach aufzuzeigen, was für Möglichkeiten es gibt und was, ja, lass dich mal überraschen, was ich so alles noch gefunden habe oder aufgebaut habe, damit du einfach siehst, wie es anderen Menschen damit geht, wenn sie Feng Shui machen. Und ja, und was passiert eigentlich die ganze Woche? Also wir haben jetzt gesagt, wir machen ein richtiges Jubiläum und eine richtige Party hier und wir können richtig feiern, denn ja, wir sind erfolgreich und diesen Erfolg würde ich gerne teilen. Und zwar mit Menschen, die Lust haben, eben auch als Berater vielleicht tätig zu sein oder die einfach sagen, ich möchte es mal für mich ausprobieren oder die einfach sagen, Mensch, ich brauche mal einen neuen Input in mein Leben. Das geht alles nicht mehr so, wie es ist. Und ich will jetzt nicht wieder irgendwie so einen Seelenklempnerkurs mitmachen, sondern ich will was machen, was mich langfristig, und das ist einfach das Schönste, begleitet, um Einfluss auf mein Leben zu haben. Also bei mir sind es jetzt schon 24 Jahre, wo ich sagen kann, wenn du mich vor 24 Jahren kennengelernt hättest, dann hätte ich sicherlich nicht diese Ausstrahlung gehabt oder auch dieses Funkeln in den Augen, wenn es um meinen Beruf geht, als wie ich das heute habe. Ja? Und ich bin immer ein ganz schlechter Lügner. Ich sage immer, ich kann nur mal ganz ehrlich sein, weil mir würde man, wenn ich lüge, zum Beispiel sofort das anschauen. Ja, bin ich schon rot? Nee, oder? Ja, ich mache ganz gerne Spaß und ich mag auch gerne Humor, aber sagen wir mal, was passiert jetzt eigentlich in dieser Woche? Also ich werde jeden Tag ein Video
posten immer um 18 Uhr, bin ich dann live für dich da. Du darfst natürlich auch gerne deine Fragen stellen. Und es gibt dann ab Freitag bis Sonntag das tolle, tolle Angebot. Und da kannst du diese Ausbildung erhalten. Ja? Wir haben ja schon eine Umfrage gehabt. Und zwar die Umfrage war ja, was würdest du denn gerne verändern? Ich hatte auch einige E-Mails erhalten. Und wir haben natürlich diese Veränderungen auch in diese neue oder beziehungsweise in die Online-Ausbildung eingebaut. Also es gibt immer wieder neue motivierende Videos auch, die ich dann immer wieder auch reinstelle, weil ich einfach finde, dass es immer eine Weiterentwicklung gibt im Leben. Also du bekommst, wenn du jetzt zum Beispiel buchen würdest, die Feng Shui Online-Ausbildung um 110 Euro günstiger als wie sonst und plus du bekommst noch dazu 3 Monate, dass du kostenfrei in mein Netzwerk eintreten kannst. Das bedeutet, du wirst mit Bild, mit Vita, mit deiner Adresse, deiner Telefonnummer auf meine Webseite eingebunden. Und so kannst du eigentlich schon die ersten Beratungsanfragen generieren. Und wenn du bei uns im Netzwerk dabei bist, so haben wir natürlich auch eine spezielle Facebook-Gruppe, wo wir auch die Fragen stellen und wo wir natürlich nicht nur Feng Shui lernen, sondern auch das Marketing. Aber damit noch nicht Schluss. Du bekommst sogar noch eine halbe Stunde ein persönliches Gespräch mit mir, dann wo wir wirklich deinen Knackpunkt finden. Manchmal wird es sowieso nicht nur eine halbe Stunde, ich kenne mich ja, ich quatsche ja ganz gern mit meinen Studenten, manchmal wird es dann auch ein bisschen länger. Und wenn du Zeit hast und ich bin gerade in deiner Stadt, dann treffe ich dich auch gerne persönlich. Also das ist auch kein Problem. Also wie es dann der Kerstin geht, die ich dann einfach anrufe und sage, du hast du Zeit und dann treffen wir uns. Also sowas kann dann passieren. Aber das allerbeste kommt noch. Jetzt haben wir noch einen vierten Bonus dabei. Und diesen vierten Bonus, das ist der Sebastian Skalski. Der macht ja bei mir das ganze Marketing und vor allem meine Facebook-Ad-Werbung und ist totaler Spezialist, wenn es um die Werbung bei Facebook geht oder auch um den Auftritt und ja, also um vieles. Also ich finde, der Sebastian, der ist nicht nur da bei mir, um die Werbung zu machen, sondern das ist schon ein ganz persönliches Coaching, ja. Kann ich dir mehr als empfehlen. Also das, der hat gesagt, eine Stunde gibt er dir und wird dich dann auch weiterbringen und vorwärts bringen und dir dann sagen, was du genau machen solltest, um eben nach der Beraterausbildung eben gleich aktiv sein zu können, um dann wirklich loszulegen und ja, deinen Beruf gleich leben kannst. Also das wird diese Woche sein, also das kannst du dann buchen. Ich werde das auch nochmal hier in die Gruppe posten, wann genau der Warenkorb sozusagen geöffnet ist mit dem speziellen Bonus und dann am Sonntag 24 Uhr ist dann wieder Schluss. Dann haben wir unsere Jubiläumswoche erstmal vorbei. Also, aber ich denke mir, das ist schon ein super Angebot, weil ich finde immer mit Feng Shui, auch wenn du jetzt vielleicht nicht gleich Zeit hast, aber wenn du es magst, gerade bei der Online-Ausbildung, da kannst du dir ja Zeit lassen, wie du möchtest. Denn du kriegst ja gleich, wenn du buchst, den Zugang, du kannst sofort loslegen und du kannst dann ja individuell in deinen Zeitplan das verändern, was du möchtest. Ja, und sorglos, rundum Sorglos-Paket finde ich auch, genau. Das ist es. Also das heißt, man kann sich schon in eine bessere Position bringen. Und das ist es doch eigentlich, was wir wollen. Ja, also das heißt, hier kriegst du ein richtiges Schnäppchen, weil das wird dein Leben schon verändern. Und bei der Feng Shui Online-Ausbildung ist immer dabei 2 Praxistage. Also das heißt, du kannst dann eine Stadt deiner Wahl und dann treffen wir uns jetzt am Wochenende, Samstag, Sonntag. Ah, Glück, 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 ja, da kommt eine ganz kleine Gruppe zu mir persönlich nach Hause. Bin schon sehr gespannt, aber ich glaube, ich muss noch aufräumen. Aber am Freitag kommt meine Putzfrau, die Hayapi, die macht das ganz sauber. Und am Donnerstag habe ich sogar schon den Fensterputzer bestellt, damit da alles wieder glitziglanz in meine Bude reinkommt. Aber auch das wäre es nicht, denn die Energien spürt man natürlich schon.
Ich hatte schon öfter Seminare bei mir und dann haben sie immer gesagt, Menschenskinder, so einfach habe ich noch nie gelernt wie bei dir. Na, jetzt sind wir doch mal auf Samstag gespannt. Ich werde sie interviewen, mal gucken. Also, das heißt, in dieser Online-Ausbildung bekommst du auch die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen. Und alle 14 Tage eine persönliche Schulung von mir, manchmal auch alle 3 Wochen, wie halt immer die Fragen so sind. Manchmal bin ich auch zweimal in der Woche schon gewesen, wenn es dann ganz knackig ist. Im Sommer ist dann immer ein bisschen weniger los, oder gehe ich meistens alle 3 Wochen dann online, aber normalerweise immer regelmäßig alle 14 Tage Live-Coaching, deine Frage drunter schreiben und schon beantworte ich die. Also das ist schon, denke ich mal, ein wahnsinniges Angebot, denn du wirst nicht nur während der Ausbildung begleitet, sondern auch danach. Also wenn du jetzt genau nach deiner Ausbildung nämlich, und das ist ja eigentlich nie der Fall bei irgend anderen Schulen, dass du eine Frage hast, dann musst du wahrscheinlich erst wieder bezahlen oder jemanden buchen oder bleibst auf deiner Frage hängen. Ja? Und so hast du immer die Möglichkeit, dass ich dich eben auch danach noch begleite. Das heißt, du hast immer den Zugang zur Facebook-Gruppe, so lange wie du möchtest. Und ich habe viele, viele Studenten, die aktiv in dieser Gruppe mitarbeiten. Natürlich alles kontrolliert. Ich bin ja sehr kontrolliert in dieser Gruppe, weil ich möchte, dass du nur die Informationen bekommst, die wirklich die Wahrheit entsprechen. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel was schreiben würde, was jetzt nicht wirklich stimmt, zum Beispiel, du musst unbedingt deine Wohnung putzen, um gutes Feng Shui zu haben, dann würde ich sagen, also pass auf. Authentisches, klassisches Feng Shui, so wie es ich lerne, ist nicht die erste Priorität, sondern das können wir natürlich auch machen, aber beim authentischen Feng Shui geht doch die Schwingung noch um etliches tiefer. Ja, ich glaube, ich hatte mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ja. Ja, dann bin ich, denke ich, mir eigentlich ganz gut durch und ich würde mal sagen, lasst uns mal morgen mit einem ganz spannenden Thema weitermachen. Und wenn du Fragen hast, dann bitte, bitte melde dich. Ich werde natürlich nicht nur diese Woche die Fragen beantworten, sondern laufend. Und ich hoffe, ich konnte dir erklären, warum es wirklich wichtig ist, dieses Wissen zu haben, denn es nimmt dir keiner mehr. Und das ist doch eigentlich das Schöne daran. Und drum sage ich dir jetzt einen wunderbaren Abend. Den habe ich nämlich jetzt auch, denn ich habe heute noch ein Telefongespräch. Tschüss!